Yo, Hallöchen da draußen, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Gestern noch ein Kommentiere-Kommentar und heute schon wieder ein Gay-Talk und heute geht es um das Thema Taschengeldangebote. Zuerst klären wir die Frage, was sind überhaupt Taschengeldangebote? Ihr habt mein Handy jetzt nicht gehört. Taschengeldangebote sind Angebote von Fremden, die euch Geld dafür bezahlen möchten, dass ihr mit denen schlaft. Also quasi, dass ihr euch prostituiert für die. Meistens trifft man sich einfach nur mit der Person einmal, um mit der zu schlafen und danach hat man kaum Kontakt. Es gibt aber auch Fälle, wo das dann regelmäßig ist. Rechtlich gesehen ist das Ganze ein bisschen kritisch, da sich da viele Jugendliche drauf einlassen, da sie so ihr Taschengeld aufbessern können. Aber für alle unter 18 Jahre ist das verboten, denn es zählt unter Prostitution und sogar in dem Fall unter Kinderprostitution und das ist in Deutschland verboten. Deswegen aufpassen. Das weitere Gefährliche daran ist, dass der Anfragende, der euch anfragt, ob er mit euch für Taschengeld schlafen kann, er wird einfach nur sein Bedürfnis stillen möchten. Das heißt, er nimmt keine Rücksicht während dem Sex auf euch. Im schlimmsten Fall kann es für euch ziemlich schmerzhaft sein und einfach nur total unangenehm. Wie könnt ihr verhindern, dass ihr in so eine Situation kommt? Das ist ganz einfach. Lasst euch erst gar nicht auf solche Angebote ein. Am besten, wenn ihr eine Nachricht bekommt, hey, hast du Bock, dich zu treffen? Ich zahle dir auch so und so viel. Dann ignoriert die Nachricht einfach oder schreibt ein klipp und klares Nein, aber kein, ich überleg's mir, ich melde mich nochmal oder so. Weil dann wird derjenige Druck machen und immer wieder nachfragen, hey, wie schaut's denn jetzt aus? Und ja, am besten einfach ignorieren und gar nicht antworten. Genau, das war's wieder mit der Runde Gay Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Im nächsten Gay Talk geht es darum, was man zu Schwulen nicht sagen sollte. Deswegen seid gespannt. Lasst ein Like da, kommentiert nicht vergessen. Denkt immer dran, wer den Kopf hängen lässt, schleift im Dreck. Immer maximal denken und bis dann. Ciao.